Hey Guys und herzlich willkommen zu einem neuen League of Legends Gameplay auf meinem Kanal. Heute könnt ihr mich wieder mal als Zed in der Mitte in Aktion sehen. Wundervoll. Zudem spiele ich wieder mit zwei Guys zusammen, die wieder auf dem türkischen Server sind. Und zwar einmal die Sivir und die Shyvana. Die Shyvana vom letzten Game. Von diesem Format. Von daher, mal sehen. Wir werden sehen. Und hier haben wir auch noch den stärksten Zed. Schon mal sehr interessant. Nautilus ist Mastertier. Was wiederum nichts heißt an sich, aber naja, egal. Oh mein Gott, Sivir mit. Naja. Naja. Oh, das Yasuo? Yasuo gegen Zed. Im Normalfall gewinnt das eigentlich Zed mit Leichtigkeit. Und ja, der Chat geht mal wieder richtig ab hier. Die haben nichts zum Invaden. Mal gespannt, wie der Yasuo spielt. Ist das ein Rengar One-Trick Pony? Ja. In etwa ja. Lucian hat auch eine gute KDA. Na, auch ein Smurf. Wie es aussieht. Oh, ich bin sogar reingesprungen. Naja. Sie erst verpasst. In Ordnung. Hashaki. Wir verlieren wahrscheinlich mal die bisschen an. Naja. Ganz ehrlich, für ein CS verliere ich nicht ungefähr 80 Leben. Ja, mein Freund. Prediction. Ja. Ist eigentlich relativ egal gerade. Nimm dir noch einen Stack, Dude. Gönn dir. Gönn dir. Der Yasuo ist echt weggegangen. Holy. Wow, das war richtig bad. Und wir gehen back. Von zuerst her sind wir gleich auf. Ich
Ich weiß nicht, ob ich ihn hätte töten können, wahrscheinlich schon. Aber ansonsten, naja. Naja. Wow, Nautilus verliert gegen... Kein so schlechter Spieler. Nur der Twitch scheint irgendwie ein bisschen Brain Art zu sein. Und ich scheine auch ein bisschen Brain Art zu sein. Ja, warte. Fuck it. Ah, Mensch. Was mache ich denn da? Weiß ich nicht. Greedy sein und vergessen, dass sie Lulu haben. Whatever. Performing is bad. Unlucky. Meine Nase juckt. Wo ich mega reingebetet von mir selbst. Ich glaube, das kann ich den erstmal nicht mehr fighten. Der ist so strong. Ich hätte aggressiver spielen sollen. Oh mein Bad. Naja. Ich hätte nicht mehr gehalten müssen. Aber egal. Erster 30 Farben mehr. Okay, 32 Farben mehr. Fast Idealfarben. Was mache ich da eigentlich? Ich wollte eigentlich W drücken. Boah, ey. Ich
habe mir gerade so viel CS Hash denied. Einfach so for nothing. Keine Ahnung, was mir los ist, actually. Ja, es hat sich sogar. Wenn er jetzt nicht auf Trinity Force geht, dann ist es kein Worth Build für ihn. Aber ich denke mal schon, dass er auf Trinity Force gehen wird. Ich komme. Thank you. Tradition is the court of wisdom. Da ist Yasuo. Ich hätte Wender gebraucht, glaube ich. Ah, Rengar war auch noch da. Fünf, drei Lucien. Rengar schon zergrappt gerade. Ich hoffe einfach mal, dass die Top-Lane noch ein bisschen raven wird. In Nautilus, ansonsten wird das schon schwierig zu gewinnen sein. Okay. Man merkt schon, dass der Thresh off-roll ist. Get out played, son! Wow, das war echt gut. Der Yasuo, der feed ist wie sonst das, weil er so Farm hat. Und dann stirbt er doch noch im Nachhinein. Supporting ist halt schon relativ behind. Von daher, ich weiß nicht, ob das so gut wird hier. Gegnerischer Lucian ist ein Smurf. Ich dachte schon, der Fall ist im Minions gegen mich. Ah. So. 4-2 stehen wir jetzt. Die Gegner trollen schön. Wir sollten sogar nicht fighten können jetzt. So nicht.
hat da keine Gefahr mehr zu befürchten. Das war gar nicht mal so schlecht von ihm, um ehrlich zu sein. War nicht schlecht. Warum hat ihr noch nicht nachgeworfen? Von daher. Okay, da ist niemand. Von hier. Unser Farm ist halt super wert. Ansonsten geht das sogar noch. Ich geh mal Top Lane. Okay. Ja, das machen wir den hier. Klar, wir sind Top-Lane gegangen. Schade, es war viele. Ja, eine Fehlentscheidung. Unsererseits. Tower kann ich nicht halten. Müssen wir mal echt schauen, wie wir das am besten machen. Bis jetzt sieht es noch ziemlich bad aus. Das heißt bad. Mittlerweile sind wir ja relativ gut rangekommen in Yasuo. Das ist Level 12, das ist Level 11. Aber ansonsten gefällt mir das noch nicht. Wobei wir haben Shavanna. Aber wir haben noch keinen einzigen Tower, das ist halt auch ziemlich von Nachteil. Eine coole Reduction benötigt. Von daher nochmal Black Lever hier, an der Stelle. Der ist tot. Okay, sehr schön. Damit haben die Gegner schon mal wieder alles da weggeworfen, was sie eigentlich an sich vorher erreicht haben. Das Gute ist, wir haben Nautilus. Und Lulu hat irgendwie nicht TP'd. Versuchen wir mit Lane Tower zu nehmen. Ja, du verlierst so viel an Impact dadurch. Durch den Death. Probieren wir mal den Tower zu kriegen. Und wir haben ihn bekommen. Wundervoll. Ist wieder alles ausgeglichen. Alles wieder offen. Für uns. Schade aber, dass ich wirklich nicht bekommen habe. Das wäre so gut gewesen. Das wäre echt cool gewesen. Ja, das war die Farm. Naja. Sivir ist wieder im Game. Ich habe alle Blue Trinket. Die haben den genommen.
Schön, tot. Irgendwie macht er es relativ viele Fehler, ist viel zu offensiv. Der kauft sich wahrscheinlich gleich QSS. Rengar Nold. Muss ich dazu roben, ist die Frage. Nein, Rengar's Bottom. Naja. Ich geh mal back. Ich hab ziemlich viel getankt in dem Fight gerade. Was heißt getankt? Ich hab den Tower getankt gerade eben. Yasuo hat jetzt 190 Farm, aber macht halt nicht mehr viel im Game. Höchstens im Late Game noch, aber ansonsten. Das muss ich hier top. Okay. War nicht schlecht. Oh, da ist noch die gute Lulu. Ja, das war jetzt ein Fight, der hätte noch nicht so sein müssen. Oh. Nein! Ich Idiot! Ich bin boosted! Ich bin boosted! Oh mein Gott, ey! Oh mein Gott, ich bin so boosted! Oh mein Gott, das war jetzt echt... Diese dumme Braunpassive. Ja, hier, wundervoll. Find das Bite. Ja, Braum ist fast tot. Das ist, glaube ich, nicht die beste. Das ist so dumm. Das ist so dumm von denen eigentlich, ne? Das ist so unglaublich dumm von denen. Wir haben trotzdem den Drake bekommen. Den Baron bekommen. Das war ja so dumm, ey. Das war das Dümmste, was ich je gesehen habe. Baron Calls seit langem. Also, jetzt haben sie nicht mal einen mit Baron. Oh mein Gott, das sind... Okay. Oh mein Gott, ey. Hauptsache Baron machen mit dem Low-Life, Braum, Easy Game, Easy Life, geht schon, easy. Das sind die Besten, die wirklich denken, das funktioniert sogar. Jetzt, Braum. Wundervoll. Hat sich gelohnt. Hat sich gelohnt für die Gegner auf jeden Fall Baron zu machen. Hab erstmal 3 Tower verloren hier. Die kommen sowieso nicht nach, von daher können wir auch hier lang gehen. Die Shyvana spielt echt gut. Und sie hat halt der Bauer. Mein Farm ist halt super mega bad. Da
Hat der Kurs erst gekauft, ja, hatte. Ah, da gehe ich nicht rein. Ah, nee. Vor allem, wir sind halt gerade 5 gegen 4. Und sie können nicht pushen gegen uns. Sylvia ist zu viel. Naja, ich hab's gesehen. Nicht meine beste Performance in dem Game. Die Spieler sind da echt nicht so schlecht. Also Toplaner hat mehr CS als der gegnerische Toplaner. Ist auch ein Level ahead. Yasuo ist mir gegenüber ein Level ahead. Ich traue mir irgendwie nicht. Dem Trash. Ah, ist da? Gut, das hätte ich eigentlich am Anfang machen sollen, aber na, egal. Das passt, das passt, das passt. Ja. Ich bin ein Idiot, ich habe da nicht aufgepasst. Wieso ist der Vanguard Level 5? Die Sache ist, die fokussen halt nicht Sylvia. Die fokussen nicht Sylvia. Alles fokussen sie Sylvia, aber zu spät. Jetzt, wenn alles vorbei ist, fokussen sie Sylvia und ich bin halt der größte Vollidiot aller Zeiten gerade in dem Fall gewesen. Ich bin so boosted, holy shit. Das war mega boosted. Haben die überhaupt einen richtigen Tank? Wieso kaufe ich mir überhaupt das Item? Mal ehrlich. Wisst ihr was? Ich kaufe mir, glaube ich, hier an der Stelle. Ja, komm. Gegen den Burst von Rengar kaufe ich mir was. Ehrlich. Wow. Rango, du kleiner, mieser. Na. Ja, ein bisschen mir entgegengekommen, wäre das easy gewesen. Immer noch nicht bei 15. Mein Gott. Was ist er denn? Sia. Wow, so close. So close, guys. Double kill.
Das ist gewonnen, glaube ich, das Game. Ja, ist gewonnen. Sie haben aufgegeben. GG. Oh mein Gott, ich wurde das so hart gecarried gerade. Das war ja nicht mehr feierlich. Das war echt nicht mehr feierlich. Ich hab mal, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn ich es ziemlich misplayed habe. Genauso wie auch der Ranger ist im letzten Fight. Aber ansonsten, Daumen nach oben. Wirklich. War feine Sache. Und das beweist auch wiederum, dass ich boosted bin und die ganzen türkischen Spieler an sich gar nicht mal so schlecht sind. Außer es sind halt Smurfs wie Yasuo, glaube ich, war und Lucian. Das waren auch die einzigen, die wirklich halbwegs gut performt haben. Wie auch immer, ich rede mal wieder viel zu viel. Von daher, bis zum nächsten Mal. See ya, guys.